This is Masterfly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. Ja, hallo Leute, 16 Uhr, willkommen beim bedingungslosen Nachmittag. Wir sind auf Sendung, wir sind in Speiches, es ist niemand gekommen, beziehungsweise wir mussten Gäste nochmal wegschicken, weil sie sich testen lassen müssen. Es ist im Moment alles schrecklich, aber nicht zu ändern. Nichtsdestotrotz machen wir eine interessante Sendung. Es wird ums Neutralitätsgesetz in Berlin gehen und ich freue mich sehr über meine Gäste, die in den säkularen Arbeitsgruppen der jeweiligen Parteien sind, Linke, Grüne und SPD, und ich sage euch, wen wir haben. Wir haben Manfred Herrmann, Politologe, Verwaltungswirt und Bürgerdeputierter in Neukölln. Wir haben Wolfgang Hecht, ist Mitglied bei der SPD, beim Humanistischen Verband Deutschlands und bei der Initiative Pro Neutralitätsgesetz und seit 2011 in der BVV Neukölln. Und wir haben Markus Wodiner anstatt Roman Grabowski. Markus hat mir gerade gesagt, er hat innerhalb der Linken im Moment kein Amt inne, ist aber Gründungsmitglied, ist das richtig? Gründungsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Säkulare Linke. Hallo Markus, schön, dass Hallo. Es doch noch geklappt hat. So, wir sprechen, wie gesagt, über das Berliner Neutralitätsgesetz. Und bevor wir darüber sprechen, wird uns jemand erklären, was es damit auf sich hat. Und bevor wir das machen, machen wir eine Musik für Esther Bejarano. Bist du bereit, Klaus? Genau. Sie ist gestern gestorben. Sie ist Überlebende und hat ihr Leben lang gegen Faschismus, gegen Rassismus gekämpft, ist 96 Jahre alt geworden und hat bis zuletzt nicht aufgehört zu kämpfen. Also ein sehr bewundernswerter Lebenslauf, wo man sagt, eigentlich wäre es nicht ihre Aufgabe gewesen, denn eigentlich ist es die Aufgabe von Tätern und Nachfahren der Täter, gegen Faschismus und Rassismus zu kämpfen und nicht die Aufgabe von Jüdinnen und Juden, die im Dritten Reich im KZ gesessen haben. Aber sie hat es getan und wir wollen ihr heute kurz gedenken und spielen ein Stück, wo sie mitgewirkt hat. Wir sind aufgereiht wie Vieh, ich habe Angst wie noch nie. Suche Frau und Kind, oh bitte sag mir, wo sind sie? So Leute, wir sind wieder da oder haben gerade erst angefangen. Es geht heute bei uns ums Berliner Neutralitätsgesetz. Meine Gäste stellen sich jetzt erstmal kurz selber vor und dann erklärt euch auch jemand, was es mit diesem Neutralitätsgesetz ganz aktuell auf sich hat. Aber Markus Wodiner, fang doch mal bitte an mit der Vorstellungsrunde. Sehr gern. Mein Name ist Markus Wodiner, ich bin Mitglied der Linken und habe da gemeinsam mit anderen Genossinnen und Genossen vor mittlerweile einem und einem Vierteljahr die Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft Säkulare Linke mit initiiert. Unser Anspruch war damals vor allen Dingen, dass wir sehr unzufrieden waren mit den ständigen Angriffen von bestimmten Fraktionen in der Partei gegen das Neutralitätsgesetz, aber auch von dem sehr wohlwollenden bis kooperativen Umgang mit Organisationen des konservativen Islam oder Islamismus. Und wir wollten da einen Gegenpunkt setzen, wollten zurück zu dem, was eigentlich auch bei uns im Parteiprogramm steht, nämlich ein Bekenntnis zur Trennung von Kirche und Staat, beziehungsweise eigentlich darüber hinausgehend eine generelle Trennung von Religion und Staat, das wir erreichen wollen und was ja auch momentan in Deutschland einfach sehr, sehr unzureichend durchgesetzt ist. Wir haben in der Zeit, die es uns jetzt gibt, einerseits recht viel an Kooperationen gemacht mit den anderen säkularen Arbeitsgruppen von Grünen und SPD, hatten da gemeinsame Aktionen, Erklärungen.
Wir haben uns zusammengesetzt mit den Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung, mit Terre des Femmes, mit dem Humanistischen Verband Deutschlands und da jeweils geschaut, wie kann man sich gegenseitig in der Arbeit unterstützen und auch ein gewisses Netzwerk bauen. Und momentan liegt unsere Aktivität vor allen Dingen darauf, dass wir einen Mitgliederentscheid in dem Berliner Landesverband der Linken initiieren wollen, damit die Basis mal entscheidet über die Position zum Neutralitätsgesetz, weil wir der Ansicht sind, dass wahrscheinlich der Großteil der Berliner Basis eher für einen Erhalt des Gesetzes eintritt und wir das mal auf den Prüfstand stellen möchten. Dankeschön, Markus. Ja, mein Name ist Manfred Herrmann, ich komme von den Grünen. Ich bin vor allem in der Bezirksgruppe Neukölln aktiv, daneben in der LAG Säkulare. Wir beschäftigen uns natürlich mit dem Neutralitätsgesetz, aber daneben auch mit anderen vielen Themen wie, Kirchensteuereinzug, Staatsleistungen seit Napoleon, zahlen wir dort an die Kirchen oder auch aktuell jetzt Straffreiheit für Werbung für oder Informationen, muss man sagen, für Abtreibung. Da gibt es ja leider immer noch Verurteilungen von Ärztinnen und auch für ein modernes Arbeitsrecht, Bereich und für Sterbehilfe und so weiter. Allgemein möchte ich noch sagen, also oft wird säkular mit atheistisch verwechselt, also sind wir auf jeden Fall nicht. Wir wollen die Kirchen und Religionsgemeinschaften nicht abschaffen, wir wollen deren Privilegien abschaffen und wir sind für die Gleichberechtigung von gläubigen Menschen und Nichtgläubigen. In Berlin übrigens haben wir rund 60%, die überhaupt keiner Konfession oder irgendeiner Glaubensrichtung angehören. Und da gibt es einiges zu tun. Danke. Vielen Dank. Ja, ich heiße Wolfgang Hecht und bin für die SPD in der Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln. Mir war schon von Anfang an, aber auch vielen anderen, der Erhalt des Neutralitätsgesetzes wichtig. Er ist ja seinerzeit im Abgeordnetenhaus unter Rot-Rot so beschlossen worden. Und ich habe dann im Bezirk selbst auch unter den SPD-Mitgliedern, als die Initiative pro Neutralitätsgesetz gegründet wurde, sofort Unterstützung bekommen, zum Beispiel von Fritz Felgentreu, von Franziska Giffey, aber auch von dem Abgeordneten Langenbrink und auch von Franziska Becker. Und in der Folge haben dann auch andere aus der SPD, aus der Fraktion, auch unter anderem Martin Hickel, der jetzt Bezirksbürgermeister ist, sich stark dafür eingesetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist ja dann auf Beschluss des Landesparteitages der SPD der Arbeitskreis Säkulare Humanistinnen und Humanisten in der SPD gegründet worden, dem ich jetzt auch angehöre. Und auch dort treten wir dafür ein, dass das Neutralitätsgesetz möglichst in der Fassung, wie es bisher galt, auch bestehen kann. Wir wissen auch in der SPD, dass jetzt natürlich die Frage steht, wie können und wie müssen die letzten Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichtes gewertet werden. Aber wir haben uns als Landespartei doch auch eindeutig formuliert, die Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern muss diskriminierungsfrei sein. Die Vielfalt der Berliner Schule setzt einen neutralen Staat voraus, der alle gleich behandelt. Deswegen stehen wir zum Berliner Neutralitätsgesetz und prüfen eine Anpassung im Lichte der aktuellen Rechtsprechung. Also die Grundposition der allermeisten in der SPD ist, es möglichst in der Form zu belassen. Dankeschön. Bevor wir weitersprechen, möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass ihr eure Fragen über unseren Chat stellen könnt. Der ist geschaltet auf rockradio.de und ihr könnt uns nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen über rockradio.video.de. Und wie immer steht der Film ab Dienstag im Kanal von Kiekemaffel in Berlin, der filmt. Vielen Dank. Und würde ich jetzt gerne mal, du sagtest ja schon, du übernimmst das, mal darum bitten, was zur aktuellen Situation zu sagen. Wie, auf welchen Füßen steht aktuell dieses Neutralitätsgesetz in Berlin? Soll ich ganz am Anfang anfangen oder am Ende? Einfach mal zusammenfassen, am Anfang für die, die überhaupt nicht Bescheid wissen, kurz zusammenfassen. Ja, also das Neutralitätsgesetz wurde 2005 beschlossen im Berliner Abgeordnetenhaus aufgrund zweier Dinge. Es gab zum einen dieses erste große Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezüglich Verrechter Ludin in Baden-Württemberg. Das war eine Muslima, die dort in Lehrdienst einsteigen wollte und dann abgelehnt worden ist. Und
Dann gab es auch öfter schon religiöse Konflikte in manchen Schulen in Berlin. Und es gab zum Beispiel auch den Ehrenmord an Hatun Sürücü in der Zeit. Einige erinnern sich vielleicht noch, die ist von ihrem Bruder sogar umgebracht worden, weil sie sexuell selbstbestimmt leben wollte. Und das alles zusammengenommen hat man das gemacht. Unter anderem hat das Gericht auch damals gesagt, was in Baden-Württemberg läuft, hat auch keine gesetzliche Grundlage. Das muss also auf ordentliche Füße gestellt werden. Dann gab es, also das war praktisch eine, durch das Gericht wurde das Kopftuch quasi abgelehnt oder allgemein religiöse Symbole. Dann gab es ein zweites wichtiges Urteil von Karlsruhe in 2015 bezüglich Lehrerinnen und Erzieherinnen in Nordrhein-Westfalen. Und die haben gewonnen. Und zwar zum einen wurde gesagt, ja, ihr könnt ja jetzt nicht die christlichen Religionen bevorzugen, sag ich mal verkürzt, das war da auch drin gewesen. Und ihr müsst die Leute erstmal einstellen, ich verkürze das jetzt mal, nur wenn es Probleme gibt in der Schule, dann müsst ihr eingreifen und dann könnt ihr gegebenenfalls sanktionieren, aber nur, wie das so juristisch so fein heißt, bei einer konkreten Gefährdung des Schulfriedens. Dann kann man was machen. So, das war also praktisch zugunsten religiöser Symbole. Und dann gab es noch jetzt ein Urteil Anfang 2020, wo in Hessen Rechtsreferendarin praktisch untersagt worden ist, praktisch hoheitliche Tätigkeiten in Gerichtsverhandlungen zu machen. Und dann gab es eben, was eben schon erwähnt wurde, das Arbeitsgerichtsurteil, Bundesarbeitsgericht August 20, was speziell das erste, was sich auch mal auf Berlin bezieht, wo quasi man sich an das letzte Bundesverfassungsgerichtsurteil angeschlossen hat und gesagt hat, geht nicht, ihr müsst die Frau erstmal nehmen sozusagen. Und aber dagegen ist die Bildungsverwaltung vorgegangen und ist auch nach Karlsruhe jetzt gegangen. Und manche sagen, das hat keine Chance. Was für diesen Gang nach Karlsruhe spricht, haben wir wirklich hier eine Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften. Das sind auch auffällige jüdische Symbole verboten, auffällige christliche Symbole. Und wir haben hier auch eine praktisch eine etwas andere Situation. Und von daher muss man gucken, wie das weitergeht. In den Grünen ist das mittlerweile, da ist es so ähnlich wie bei den Linken, wo es am Anfang auch, also in früheren Jahren, sage ich mal so, im Grunde kein Thema war, dass man sich für Säkularität einsetzt. In den Grünen ist das seit ein paar Jahren auch in Bewegung. Und da hatten wir ursprünglich einen Entwurf des Landesparteiprogramms dieses Jahr. Da stand dann so sinngemäß oder stand dann drin wörtlich: Wir achten das Bundesverfassungsgericht und werden das Neutralitätsgesetz abschaffen. Dabei fangen wir mit den Schulen an. Daraufhin gab es 5 Änderungsanträge in verschiedene Richtungen. Und dann ist durchgekommen der Satz, außerdem achten wir die Urteile des Bundesverfassungsgerichts und werden das Neutralitätsgesetz hinsichtlich Lehrkräften anpassen. Das heißt, man guckt jetzt auch, wie geht das aus in Karlsruhe und dann müsste man das eventuell modifizieren und dann sieht man weiter. Aber wie gesagt, da ist natürlich auch eine heiße Diskussion. Über die Motive beider Seiten können wir vielleicht hinterher noch sprechen. Danke. Möchte da jemand von euch noch was hinzufügen? Sonst würde ich sagen, möchte noch jemand was hinzufügen? Sonst würden wir, bevor wir in die Diskussion gehen, weil ich will kurz ansagen, also wir haben ja heute keine Kontraposition am Tisch und deshalb stelle ich heute die unliebsamen Fragen hier. Also ich schließe mich eigentlich Manfred an, dass er sagt, warten wir ab, was jetzt letztendlich entschieden wird. Und aus dem, was dann entschieden wird, müssen natürlich die notwendigen politischen Konsequenzen gezogen werden. Das wird sicherlich das neue Abgeordnetenhaus machen müssen. Markus, da noch was zu? Ja, also ich denke auch, so wie jetzt der Zeitplan aussieht, wird ja die Entscheidung eher nach den Wahlen kommen. Wir können natürlich gucken, dass wir das Thema bis dahin in unseren jeweiligen Parteien und in der Öffentlichkeit bearbeiten. Aber genau, wir müssen da, glaube ich, ein bisschen schauen, wer sitzt dann am Ende da im Senat und im Abgeordnetenhaus. Und ich freue mich auf deine unliebsamen Fragen. Danke. So, dann machen wir eine Musik. Die Musik haben heute die Gäste gewünscht. Und zwar haben wir jetzt von Roman noch Titeln. Da könntest du dann vielleicht immer jeweils noch was zu sagen. Ich weiß nicht, was Klaus zuerst spielt. Spiel einfach mal los.
Und dann gucken wir, wer sich's gewünscht hat, denn das kriege ich jetzt ordentlich mehr auseinander. So, das war ein Titel, den sich Roman, der ursprünglich für die Linke kommen wollte, gewünscht hat. Markus, wenn du was dazu sagen möchtest, gerne. Ansonsten gehen wir in die Diskussion. Nee, ich bin hier nicht zum Musikdiskutieren gekommen. Okay, gut. Dann, wie ich schon angekündigt habe, ich stelle heute die unliebsamen Fragen, weil wir keine Kontraposition am Tisch haben. Und da würde ich jetzt erstmal die Frage stellen, die am häufigsten kommt, wenn wir das Kopftuch oder auch die Kippa oder welche religiösen Symbole auch immer im Schuldienst oder vor Gericht verbieten, dann ginge das nicht, denn wir haben in Deutschland Religionsfreiheit, dass da jeder von euch vielleicht sich zu dieser Frage mal äußert. Wer möchte anfangen? Der Reihe nach vielleicht? Also das ist richtig, die Religionsfreiheit ist ein sehr hohes Gut, aber es gilt ja nicht absolut. Im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses ist es ja überall so, dass man sich als Beschäftigter an bestimmten Stellen auch zurücknehmen muss. Also hier denke ich, das Wichtigste ist ja, Schülerinnen und Schüler mit Bildung zu versehen, ihnen einen guten Lebensweg angedeihen zu lassen. Und das Prinzip, was ja seit über 100 Jahren in Deutschland gilt, heißt ja, wir trennen Religion und Schule. Die Schule soll ein neutraler Ort des Lernens sein. Und in diesem Sinne, denke ich, kann von den Lehrkräften abverlangt werden, dass sie sich auch in religiöser Hinsicht mit der Symbolik zurückhalten. Ja, wie so oft gibt es immer nicht nur ein Grundrecht, was zu achten ist. Das macht die Sache ja in vielen Gebieten kompliziert. Wir haben nicht nur die, so wie das mal so schön heißt, positive Religionsfreiheit, meinetwegen muslimischer oder jüdischer oder christlicher Lehrer und Lehrerinnen, sondern auch die negative, dass jemand nicht irgendwie bedrängt werden will in irgendeine religiöse Richtung. Das können muslimische Schülerinnen und Schüler sein, die wo in ihrer Richtung vielleicht auch das Kopftuch als verpflichtend gesehen werden, die aber die keine Lust haben, das zu tragen. Alevitische Schülerinnen, bei denen das überhaupt nicht vorgeschrieben ist, aber wenn die, wenn das von ihnen, von anderen verlangt wird, dann sich unter Druck geraten fühlen, was übrigens heute auch schon vorkommt. Wir haben ja keine völlig neutrale Situation in vielen Schulklassen, wo auch schon verschiedene muslimische Schüler und Schülerinnen sind. Es würde durch so eine muslimische Lehrerin, also ohne jede Worte, praktisch stumm, praktisch noch ein weiterer Druck dazukommen, hier, wenn du Muslima bist, dann musst du ein Kopftuch tragen. Das ist das Hauptproblem. Dann haben wir noch das Erziehungsrecht der Eltern. Auch manche Eltern wären vielleicht nicht einverstanden, dass sie, dass die Schülerinnen so bedrängt werden. Im Bundesdurchschnitt, das ist natürlich immer schwierig zu schätzen, aber nach Befragung tragen etwa nur 40% der muslimischen Frauen ein Kopftuch. Das heißt, es ist eine Minderheit. Berlin ist vielleicht ein paar Bezirken mehr, mag sein. Ich habe es nicht gezählt. Aber jedenfalls muss man diese Rechte eben auch beachten. Und ich will nicht sagen, dass es auch ein Symbol des politischen Islam ist oder des Islamismus. Das wird sicher von bestimmten Gruppen so versucht zu nutzen oder instrumentalisiert, dass es ihren Mitgliedern vorschreiben, aber so weit würde ich gar nicht gehen. Aber es ist ein Ausdruck einer mindestens konservativen Moralvorstellung, dass sich die züchtigen Mädchen schützen sollen vor den geilen Blicken der Männer und quasi also sich so weit wie möglich da zurückhalten sollen. Ja. Dem Staat unmittelbar ausgeliefert sind, beziehungsweise dem Staat in Vertretung durch seine Staatsdienerinnen und Staatsdiener. Und das ist, sind einerseits die Schulen, das sind aber, ist aber auch der Justizvollzug, die Rechtsprechung und die Polizei. Und
Ich glaube, an diesen anderen Bereichen wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen augenscheinlicher, um was für einen Konflikt es da geht. Also es geht hier wirklich um einen Konflikt zwischen einer Person, die da als Verkörperung der gesamten Staatsmacht steht, und zwischen andererseits Personen, die diesem Staat entgegenstehen und die von diesem Staat sozusagen, die angewiesen sind darauf, dass der Staat sie neutral behandelt und weder positiv noch negativ diskriminiert. Und ich finde, gerade wenn wir eine politische Diskussion jetzt dazu führen, denn ich glaube, die juristische Diskussion läuft hier vielleicht auch ein bisschen, würde hier aus dem Ruder laufen, aber da sollte es doch viel mehr darum gehen, wie können wir eigentlich die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dem Staat stärken. Und da finde ich, ist es mehr als zumutbar, dass man sagt, Staatsdienerinnen und Staatsdiener sollen während der Dienstzeit auf bestimmte Dinge verzichten, und dazu gehört auf jeden Fall auch das Tragen von religiösen Symbolen und religiös bestimmten Kleidungsstücken. Genau, aber dann kommt eben, es ist ja schon geklagt worden, dann kommt eben das Argument, ich fühle mich in meiner Religionsfreiheit beschnitten. Das ist eben, da steht, wie gesagt, da steht ja Recht gegen Recht, du hast es schon so schön gesagt. Und da würde mich nochmal diese Rechtsprechung interessieren. Die können wir heute, ich will es nur sagen, wir können sie heute natürlich nicht so detailliert klären, weil wir haben keinen Juristen oder keine Juristin am Tisch. Aber da steht natürlich Recht gegen Recht. Also ihr habt das gut erklärt, ich fand es auch sehr gut, aber es bleibt trotzdem die Frage der Religionsfreiheit. Ich möchte meine Religion ausleben, ich möchte nicht im Unterricht darauf verzichten, dieses Kopftuch oder diese Kippa zu tragen. Vielleicht. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass in beruflichen Zusammenhängen ohnehin es ja rein praktisch sehr schwierig ist, jede denkbare Religionsauslegung in der Praxis zu realisieren. Also wenn zum Beispiel Gebete in bestimmten Abständen stattfinden sollen, dann dürfte es eine ganze Reihe von Berufen geben, wo das schwerlich möglich ist. Will damit zum Ausdruck bringen, in meinen beruflichen Zusammenhängen bin ich, glaube ich, nicht so frei wie in der Freizeit, meine Religion so auszuleben, wie ich es gerne möchte. Und da sei mir noch mal ein Hinweis gestattet an die alte Tradition in Berlin. Mittlerweile ist es ja so, dass 63% der Menschen in Berlin konfessionslos sind. Insofern spielt, wie schon gesagt, die negative Religionsfreiheit eine große Rolle. 26% sind Christen, 6% Muslime und 1% gehören anderen Religionen an, sind dann auch jüdischen Glaubens. Will sagen, die allermeisten Menschen werden wahrscheinlich es gut finden, dass in den Klassenräumen möglichst die Religion nicht in den Vordergrund tritt. Schon, wir hatten nie in Berlin die Tradition, dass da Kreuze in den Gerichten und Klassen hingen. Das ist eine Tradition, an der würde ich gerne festhalten. Okay, da schließt sich dann sogleich meine zweite kritische Frage an. Jetzt sagt eine Muslima, ich möchte aber mein Kopftuch bei allen Argumenten, die wir jetzt gehört haben, ich möchte mein Kopftuch nicht abnehmen, weil meine Religion verbietet mir das. Auch nicht für die Zeit des Unterrichts möchte ich es abnehmen. Ich bin also quasi mit einem Berufsverbot belegt. Denn ich kann jetzt eben ohne, also mit meinem Kopftuch kann ich nicht arbeiten gehen, ich möchte es aber auch nicht ablegen, also Berufsverbot für mich. Da vielleicht wieder der Reihe rum, was sagt ihr dazu? Das sind so, ich stelle heute so die üblichen Fragen, mit denen man konfrontiert ist, wenn es ums Neutralitätsgesetz geht. Was sagt ihr zu diesem Berufsverbot? Denn wir hatten hier schon mal eine Sendung zum Thema und da hatten wir einen Juristen hier sitzen und der sprach von Berufsverbot. Berufsverbot wäre für mich der falsche Begriff, denn erstens kann ich diesen erlernten Beruf an anderer Stelle ausüben. Es ist ja nicht so, dass ich ausschließlich in zum Beispiel einer Grundschule unterrichten müsste. Ich könnte an eine andere, auch an eine religiöse Schule gehen. Ich könnte aber auch an einer Berufsschule unterrichten. Das unterscheidet sich nochmal von dem, was früher mal als Berufsverbot bezeichnet wurde. Das ist etwas anderes und es tut mir leid, dass ich mich da vielleicht so ein bisschen wiederhole, aber die notwendigen Regularien, die es in bestimmten Berufen gibt, die müssen da auch gelten in der Schule. Für mich steht immer noch im Vordergrund die Schülerinnen und der Schüler und die Eltern,
wir haben die Schulpflicht in Deutschland nicht deswegen, damit sich Menschen religiös ausleben, das tun, was ihnen am allerwichtigsten ist, sondern das Ziel ist, eine gute Bildung zu bekommen. Mhm. Ja, zum einen, wenn die jetzt die Grünen, die ja, Grünen genau. zum Berufsverbot. Nochmal kurz zu dem religiösen Verbot. Das ist natürlich wie vieles im Koran und in den Hadithen auch nicht so ganz klar geregelt. Da streiten sich auch muslimische Gelehrte. Gerade kürzlich habe ich wieder gehört, selbst die Al-Azhar-Universität in Ägypten, also eine der höchsten sunnitischen Instanzen, da sind sich die Theologen dort auch nicht einig. Also das ist das eine. Dann denke ich, wir haben jetzt auch schon muslimische Lehrerinnen im Berliner Schuldienst. Denen ist es auch zumutbar oder war es zumutbar, dass sie das ablegen, das Kopftuch, auch wenn sie es sonst rund um die Uhr zu Hause auf der Straße sonst wo tragen können. Darf ich kurz einhaken? Die haben es dann tatsächlich abgelegt? Ja, oder also, ist, das gesagt, schon, ist das schon passiert? Wir haben ja nun seit vielen Jahren auch schon auch Lehrer und Lehrerinnen anderer Konfession und Glauben. Also das war mir nämlich jetzt nicht ganz klar, dass es dann tatsächlich auch geht. Ja, also und dann zum Berufsverbot, das ist natürlich gerade so mal von Linken ein ganz schweres Geschütz, klar, weil sich linke Parteien und liberale Parteien, also das ist ja ein westdeutsches Produkt gewesen, und das hat 72 da natürlich immer stark gewehrt haben, weil zu, was weiß ich, fast 99% hat es natürlich auch Linke getroffen, wenn angeblich auch Rechtsradikale dadurch aus dem öffentlichen Dienst rausgehalten werden sollten. Und aber hier ging es um eine Gesinnungsprüfung, also da sollten praktisch politisch Leute diskriminiert werden. Und es war so, man konnte im Grunde null Beruf ergreifen im öffentlichen Dienst. Damals hatten wir ja sogar noch Bahnbeamte, wir hatten Postbeamte, was weiß ich. Das ist ja vieles privatisiert worden in der Zwischenzeit. Es ging nicht nur um den Lehrberuf. Und die wurden also alle ausgeschlossen. Und wie gesagt, also wie weit ein Postbeamter jetzt seine Kunden indoktrinieren kann, ist also sehr fragwürdig. Ja. Und wie gesagt, Gott sei Dank ist das ja dann auch abgeschafft worden. Wobei kurioserweise einige, die jetzt hier das Kopftuch praktisch freigeben wollen, verlangen auf der anderen Seite, dass AfD, Pegida, sonst was Leute rigoros ausgeschlossen werden. Darüber muss man reden, muss man auch gucken. Nur gewisse Bürgerrechte haben die auch. Also so ganz so simpel oder einfach ist es nicht. Ne. Da sagen, ja, die passen uns nicht und die... haben. Also das ist natürlich ein Minenfeld, dieses Thema, aber diese Berufsverbotsdiskussion kriegen wir aus einer anderen Richtung heute wieder rein. Ich möchte noch mal ganz kurz einhaken, wir sprechen immer vom Kopftuch, es geht aber um alle religiösen Symbole. Ja, also, ja, natürlich. Weil es wird immer, diese Diskussion wird ja immer am Kopftuch festgemacht, weil natürlich eine Kopftuchträgerin geklagt hatte, aber das noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht um alle Symbole. Ich mir, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist, da habe ich mir ein Zitat von Volker Kauder rausgesucht, der war jahrelang Fraktionsvorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion und der sagte nach diesem Bundesarbeitsgerichtsurteil in Berlin, zunächst sagte er, er findet das schade, er ist auch für Neutralität im Staatsdienst, aber wenn die Gerichte das anders sehen, dann bin ich der Meinung, das müssen auch alle anderen tun dürfen, die Christen müssen dann auch ihre Zurückhaltung abbauen, dann erwarte ich, dass bekennende Christen als Lehrer, als Richter, als Staatsanwälte das Symbol des Christentums tragen, nämlich das Kreuz. Und du musst dann wissen, Volker Kauder ist jetzt nicht irgendein Protestant aus dem Süddeutschen, sondern steht den Evangelikalen nahe. Das sind also praktisch die Fundis der Protestanten, wenn man so will, und der Evangelischen Allianz, auch wenn er sich nicht immer so ganz klar geäußert hat. Aber das heißt, ihr kennt die Vorstellung oder ihr könnt euch vorstellen, die sind gegen die Evolutionstheorie, die sind gegen auch traditionelle Rolle der Frau und so weiter und so fort. Oder gucke ich mir Zeugen Jehovas an, ihre Religion verbietet ihnen vermeintlich Bluttransfusion, weil da irgendwas vom Glauben drin steckt, warum auch immer. Das heißt, die erlauben nicht ihren Kindern im Krankenhaus, wenn das nötig sein sollte, das Blut zu wechseln. Sowas kann nicht sein. Nicht? Und wenn solche Einstellungen dann eventuell noch verbreitet werden in Schulklassen, dann geht es zu weit. Okay, danke. Ich würde auch noch mal was zum Thema Berufsverbote sagen. Genau, Markus Wolina von den Linken ist das. Genau, ich bin ja in der Linken und
habe da auch eine Reihe von Genossinnen und Genossen, die selbst auch tatsächlich von Berufsverboten damals betroffen waren, weil sie in der Friedensbewegung waren, weil sie in der DKP waren oder in, aus irgendeinem Grunde ihnen vorgeworfen wurde, kommunistisch organisiert zu sein. Und ich finde es ein Unding und wirklich eine unheimliche Geschichtsvergessenheit, wenn heutige Linke sich hinstellen und das mit dem Neutralitätsgesetz gleichsetzen. Denn wie du vorhin schon gesagt hast, Juliane, es gab bei den Berufsverboten eine tatsächliche Gesinnungsprüfung. Und es wurde eben gesagt, Leute, die bestimmte Überzeugungen haben, werden komplett vom Staatsdienst ausgeschlossen. Da ging es aber nicht um die Frage, wie die ihre Überzeugungen äußern und ob die Überzeugung überhaupt eine Auswirkung auf ihre Tätigkeit hat. Hier geht es beim Neutralitätsgesetz ja um was ganz anderes. Es geht nicht um die Gesinnung, es geht nicht um die Frage, welcher Religion gehören die Leute an, sondern es geht um die Frage, wie leben sie diese Religion während der Dienstzeit aus. Und genau wie ich von jedem Kommunisten erwarten würde, dass er nicht, wenn er als Lehrer arbeitet oder als, im Justizvollzug arbeitet, dass er die ganze Zeit Agitation betreibt und mit der roten Fahne dabei rumrennt. Genauso kann ich das auch erwarten von dem Angehörigen oder der Angehörigen jeder Religion. Und ich finde, das ist einfach ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, das ist ein zivilisatorischer Mindeststandard, den man doch wohl bei den Leuten erwarten kann im Verhalten. Da würde ich ganz gerne vorher machen, aber eine kurze Musik, aber könnt ihr schon mal drüber nachdenken, das schließt sich ja so an diese Frage an. Würde ich ganz gern von euch wissen, was meint ihr denn, warum man als religiöser Mensch nun nicht die paar Stunden auf seine verzichten kann, auf sein Kopftuch, auf seine Kippa, da kommen wir gleich noch, dass ihr da vielleicht schon mal drüber nachdenkt, was das auf sich hat, ob das irgendwie vielleicht auch politische Gründe hat oder womit das was zu tun hat, dass wir das nochmal kurz klären, weil das ist ja die Frage, man könnte ja sagen, eigentlich so viel Gedöns hier um nichts, darum, dass man mal eben sein Kopftuch oder seine Kippa abnimmt, aber vielleicht steckt ja noch was anderes dahinter. Kommen wir gleich drauf, aber davor machen wir eine kurze Musik. Ich bin noch Berlin. So, das war ideal. Und hattest du dir gewünscht, vielleicht ein, zwei Sätze zum Titel? Warum genau, gefällt also, er dir? Warum hast du ihn dir gewünscht? Ich bin 1980 nach Berlin-West zum Studieren gekommen. Und da war Ideal ja gerade angesagt und das erinnert mich an diese Zeit. Okay, schön. An die bewegte Zeit. Ich hatte vor der Musik eine Frage gestellt. Könnt ihr euch vorstellen, warum es so eine Schwierigkeit ist, die religiösen Symbole für die Zeit der Arbeit abzulegen? Da würdest du wahrscheinlich aus deiner, du sagtest, katholischer Sicht etwas zu sagen oder ex-katholischen Sicht. Bitteschön. Ihr könnt euch aber auch dazu äußern. Ja, das Kopftuch ist für beide Seiten, sage ich mal, so zu einem großen Symbol geworden, fast zu einem Kulturkampfsymbol. Jetzt will ich mal ein bisschen weiter ausholen. Also wenn man vor vielleicht 20 Jahren durch Berlin gelaufen ist, hat man viel weniger Kopftücher gesehen. Es gibt eine religiös betrachtete islamische Renaissance, angefangen mit der iranischen Revolution, aber auch in anderen Ländern, auch ein stärkeres religiöses Bewusstsein, siehe USA mit diesen vielen protestantischen Gruppen. Und das Religiöse spielt eine größere Rolle. Andererseits ist aber auch die Diskriminierung hat teilweise auch zugenommen. Also es ist selbst in Berlin, in unserer multikulturellen Stadt, auf die wir so stolz sind, schon öfter vorkommen, dass auf der Straße Frauen mit Kopftuch, das Kopftuch abgerissen worden ist. Oder vor einer Woche, das war glaube ich in Wohnschönhausen, da hat jemand so ein betrunkener Zigaretten-Ding auf eine Frau geworfen. Also das kommt natürlich auch vor. Oder ich will gar nicht die sozialen Medien sehen, wo also pauschal mit Pegida angefangen, praktisch alles Islamische denunziert wird. In Dresden, sogar im Gerichtssaal, ist eine Ägypterin umgebracht worden.
weil sie Muslima war. Und dann kommt eine dritte Tendenz hinzu, dass die Gesellschaft, die Gerichte, die Politik viel sensibler geworden ist für Diskriminierung. Wir haben seit 2006 das Antidiskriminierungsgesetz. Wir haben viele Gerichtsurteile, jetzt haben wir welche gesehen, gibt noch manche andere, wo Leute auch stärker darauf achten. Also, und das alles zusammengenommen und dann sicher auch noch, genau, das wollte ich anschließen an diese manche Diskriminierungserfahrung, Leute, die sind vielleicht gar nicht so unbedingt religiös, aber das ist was, was sie positiv hervorhebt, ihnen psychologisch eine Selbststärkung verschafft, indem sie sagen, wir sind anders, wir stehen auch zu unserer Herkunft, wir wollen uns nicht hier dem Mainstream anpassen, der entweder säkular ist, wie in der Großstadt in Berlin oder in was weiß ich, in Stuttgart protestantisch oder sonst was, sondern wir haben hier unsere eigene Identität. Also da kommt vieles zusammen, was man teilweise auch nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, ich denke, da hat man genug Zeit, das bei anderen Gelegenheiten nach außen darzustellen. Was meinen die anderen? Für mich ist klar, dass Kleidung immer auch die eigene Position zum Ausdruck bringt. Das kennen wir ja von anderer religiöser Kleidung, ob jetzt in Klöstern oder so. Da gehört es zum Ausdruck dazu, dass zu einem bestimmten Beruf auch religiöse Kleidung gehört. Und in der Schule, wie gesagt, und auch in der Justiz ist die Situation aber eine etwas andere aus meiner Sicht. Ich kann mich auch schwer hineinversetzen, warum es so schwierig ist, diese berufliche Tätigkeit dann so ernst zu nehmen und zu sagen, das ist halt eine Vorgabe, mit der ich umgehen muss. Letztlich ist es ja bei jeder Berufswahl so, und das ist ja auch für die Muslime, die im öffentlichen Dienst tätig sind, sie wissen ja, dass sie jetzt beim Land Berlin tätig sind. Und da gibt es bestimmte inhaltliche, aber auch politische und weltanschauliche Vorgaben, die ich als künftiger Lehrer oder künftige Lehrerin zu beachten habe. Und meiner Ansicht nach liegt diese Entscheidung, ob ich das tun möchte oder nicht, in einem sehr viel früheren Stadium. Okay, Markus von der Linken. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall halt trennen zwischen der Frage, wo werden Leute diskriminiert oder auch tätlich angegriffen, beleidigt, wie auch immer, aufgrund von ihrem Glauben oder ihrem vermeintlichen Glauben. Es ist ja auch teilweise so, dass Leute eben zum Beispiel als angebliche Muslime angegriffen werden, einfach weil sie arabisch aussehen und ihnen das dann vorgeworfen wird und so. Und das ist natürlich was wir also natürlich strengstens bekämpfen müssen, sowohl politisch als auch entsprechend mit Polizei. Das ist gar keine Frage, aber die Frage, wie sollten Staatsdienerinnen und Staatsdiener während des Dienstes auftreten, ist eben nochmal was ganz anderes, weil da treten sie nicht auf in einer Position der Schwäche oder der Diskriminierung oder der Unterdrückung oder des Angriffs, sondern da treten sie auf als Vertreterinnen, Vertreter der Staatsmacht, also in einer Machtposition. Und insofern finde ich es ganz, ganz folgerichtig, dass man von ihnen da auch eine größere Anpassung an bestimmte Regeln erwarten kann, die dafür sorgen sollen, dass diese Machtposition auch in einer möglichst neutralen Weise genutzt wird. Aber was meinst du, warum das so eine Schwierigkeit ist für Gläubige? Hast du da irgendwie eine Theorie zu? Habe ich nicht. Ich kann höchstens sagen, also da müsste man jetzt tatsächlich mal ordentlich Sozialforschung betreiben, denn wir haben ja hier, gerade wenn es um die Frage des Kopftuchs und in Verbindung mit dem Neutralitätsgesetz geht, dann haben wir natürlich einige sehr medienträchtige Fälle, die haben viel Aufmerksamkeit erzeugt, aber man muss dazu sagen, es sind halt wirklich einige Fälle. Also es ist nicht so, dass hier zu Tausenden die Lehramtsanwärterinnen oder die Leute, die Polizist oder was auch immer werden wollen, vor Gericht rennen. Sondern wir haben, also der Großteil der Leute, die sich auf diese Positionen bewerben, haben ja offensichtlich kein Problem mit diesem Gesetz. Und dann müsste man tatsächlich mal forschen, wie viele Leute fühlen sich tatsächlich in ihrer
in der, im Ausdruck ihrer Religion oder Weltanschauung eingeschränkt. Okay. Du wolltest noch was ergänzen? Ja, also wir haben etwa 120.000 Mitarbeiterinnen in der Berliner Verwaltung. Also es ist noch alles ohne Unis, Unikliniken und so weiter und so fort. Und das betrifft ja nur rund die Hälfte der Leute. Schuldienste sind natürlich eine Menge, haben wir viele Lehrkräfte, dann haben wir Polizei und Justiz und so. Aber die Bereiche, meinetwegen im technischen Bereich, aber auch im hoheitlichen technischen Bereich, die Bauaufsicht machen, die Lebensmittelkontrolle machen, da gibt es überhaupt keine Einschränkung. In Finanzämtern, ob Beamter oder Angestellte, es gibt keine Einschränkungen. Jede Muslima kann sich locker bewerben auf solche Posten und sie kann sogar im Bezirksamt Neukölln manchen anderen ein duales Studium machen, wo sie sogar schon Geld bekommt und nebenher ihren Architekt oder ihren Bauingenieur machen. Und später, man will natürlich, wir haben alle einen Personalmangel im öffentlichen Dienst, im Moment haben wir auch noch genug Geld. Sie kann nebenher also auch Studium machen, hat gleich Praxiserfahrung. Und selbst die, nur ganz kurz, selbst die, diese Frau, die beim Bundesarbeitsgericht gewonnen hat, die war Informatikerin, als sie 2017 sich beworben hat oder ist Diplom-Informatikerin, hat sich als Quereinsteigerin für den Schuldienst beworben. Sie wollte Mathe und Informatik unterrichten. Da ist sie abgeblitzt. Wenn sie sich jetzt als Informatikerin beworben hätte im öffentlichen Dienst, wo wir auch einen Riesenbedarf haben, dann wäre sie sofort mit Kusshand genommen worden. Aber auch mit Kopftuch. Ja, okay. Aber nicht als Lehrerin. Aber das wollte sie offenbar nicht als Lehrerin. Wahrscheinlich in der Privatwirtschaft kriegt man etwas paar Euro mehr. Aber sie hat trotzdem die Prozesse praktisch 3 Jahre fortgeführt, um praktisch den Staatshof vorzuführen. Das kann man machen. Das ist aber natürlich eher ein politisches Motiv. Und im Übrigen hat sie auch nur auf Entschädigung geklagt. Sie wollte sich nicht in den Schuldienst einklagen. Da muss man eine andere Klage führen. Sie hat auf Entschädigung und dann hat sie am Schluss 5.100 Euro bekommen, sei ihr gegönnt, 1,5 Monatsgehälter. Aber sie wollte quasi nur das grundsätzlich prüfen lassen. Kann man natürlich machen. Aber sie war nicht angewiesen auf diesen Posten im Schuldienst. Okay. Wolltest du noch was zu ergänzen? Okay. Ich komme mal zu meiner nächsten Frage oder das nächste Statement, das höre ich auch ganz oft, dass muslimische Frauen ja, wir haben es ja schon angesprochen, man sieht es immer mehr in Berlin, auch im alltäglichen Leben mit Kopftuch gehen und da wird dann immer gesagt, warum soll man Kinder dann nicht dran gewöhnen, dass es eben Frauen gibt, die mit Kopftuch gehen, Frauen, die ohne Kopftuch gehen, das ist die Realität und die sollte sich doch bitte auch in der Schule oder im Gericht sollte man das abbilden, die Vielfalt. Und die Linken sagen dann immer sehr gern, das ist so ein Lieblingsargument der Linken, muslimische Mädchen sollen lernen, dass man in Deutschland auch mit Kopftuch etwas werden kann. So, da vielleicht wieder rundherum. Markus, ich sehe schon, du willst sofort anfangen von der Linken. Auch sagen, aber du möchtest die ganze Zeit. Na, die Vielfalt herzustellen in der Schule und in der Gesellschaft ist ein wirklich richtiges und gutes Ziel. Ich bin ja nun selber politisch in Neukölln tätig und stelle mir mal vor, wie schwer das dann zu realisieren ist. Also Vielfalt heißt ja dann am Ende, sowohl in der Schülerschaft als auch im Lehrkörper soll diese Vielfalt gelebt werden. Das hieße aber, dass die jeden Tag oder jedes Schuljahr neu zu organisieren ist. Wenn die Kinder das in der Schule erleben wollen, das Nebeneinander, das gute, gedeihliche Zusammenleben unterschiedlicher Religionsangehöriger, dann heißt das, Schülerschaft und Lehrkräfte müssen nach ganz anderen Prinzipien an eine Schule kommen. Okay. Denn was nützt in Neukölln eine Lehrerin, die ein Kopftuch trägt, wenn die anderen Religionen vielleicht gar nicht vertreten sind an der Schule? Das ist ja genauso vorstellbar. Und da stelle ich dann auch mal ein bisschen die Frage, wie wollen wir das realisieren? Es ist ein Unterschied im Erleben von Familien auf der Straße oder zu Hause und einer Klassenzusammensetzung, da sind immer schon unterschiedliche Kinder zusammen in einer Klasse. Da ist der Unterschied da. Das ist auch gut. Aber ich stelle mir mal vor, wenn jetzt verlangt würde, in einer Neuköllner Schule soll ein jüdischer Lehrer mit Kippa auftreten, nach dem Motto, wir haben an unserer Schule noch niemanden. Die Vielfalt erfordert es.
Ich glaube, das dürfte nicht so ganz einfach sein. Vorsichtig ausgedrückt. Also das ist ja eine Frage. Sagst du noch mal kurz mich an? Ja, Markus Folina von den Linken, genau. Genau, ist ja eine Frage, wie einfach das ist. Also wenn man sagt, es wäre ein wünschenswertes Ziel, dann könnte man sich ja natürlich fragen, steckt man da Mittel rein und so weiter. Ich finde aber, also die Frage, wie definiert man eigentlich Vielfalt, ist doch nochmal wichtig. Und mir kommt es bei der Diskussion gerade... Möchte ich mal unterbrechen, weil es ist ja ein Argument aus deiner Partei, das höre ich da oft, dass immer gesagt wird, die Mädchen sollen lernen, dass sie eben als Muslimen mit Kopftuch nicht diskriminiert sind, sondern es bis zum Lehrerinnenberuf bringen können. Mhm. Und deshalb sollen die Lehrerinnen mit Kopftuch unterrichten. Das ist ein linkes Argument, was ich oft höre. Mhm. Also dieses linke Argument finde ich, also da habe ich große Probleme mit, wie man wahrscheinlich schon bisher merken konnte. Also ich finde, einerseits steckt da immer die Vorstellung drin, das Kopftuch wäre bei muslimischen Frauen angewachsen. Und als könnte es nur Vielfalt hergestellt werden, wenn eine Frau, und dabei geht es in der Regel ja in der Vorstellung um eine Frau mit arabischem oder türkischem Hintergrund. Es geht ja nicht um eine deutsche Konvertitin zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass Leute, die diese Forderung aufstellen, damit zufrieden wären. Sondern es geht ja um Leute mit einem bestimmten Herkunftshintergrund oder einem bestimmten Migrationshintergrund. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum es für die Vielfalt notwendig sein soll, dass diese Leute dann auf eine bestimmte Religionsangehörigkeit so reduziert werden sollen. Denn nicht jede türkische oder arabische Frau ist automatisch eine kopftuchtragende Muslimin. Und diese Gleichsetzung von türkischer, arabischer Frau mit kopftuchtragender Muslimin ist ein ganz großes Problem, finde ich, in dieser Diskussion, weil dabei der ganz große Teil der Frauen, um die es da eigentlich geht, überhaupt nicht mehr in der Vorstellung und in der Diskussion vorkommen. Der große Teil, also trotz dieser religiösen Verschiebung, die du ja vorhin schon ausgeführt hast, der große Teil der Frauen mit türkischem, arabischem Hintergrund in Deutschland trägt immer noch kein Kopftuch. Auch der Großteil der muslimischen Frauen in Deutschland trägt nicht Kopftuch. Und wenn es um die Vielfalt geht, dann verstehe ich nicht, warum man dann gerade diese eine Teilgruppe... Und um die Karriere, das sagte ich ja. Das ist ja auch immer ein Argument, dass eine Frau mit Kopftuch eben es bis zum Lehrerinnenberuf bringen kann. Genau, vielleicht nochmal zu der Karrierefrage. Ich glaube, da steckt auch eine ganz komische Vorstellung vom Lehrerberuf drin. Also es ist so ehrenwert wie die Arbeit als Lehrerin und Lehrer ist. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was man macht, wenn man eine besonders tolle Karriere sucht, sondern dafür sind die Leute zu schlecht bezahlt und haben zu schlechte Arbeitsbedingungen. Das wollen wir natürlich ändern, aber ich meine, wenn es jetzt wirklich um die Frage der Karriere und der Karrierevorbilder geht, warum guckt man dann nicht, wie ist es eigentlich mit muslimischen Frauen in Chefetagen von Unternehmen oder in Universitäten und so weiter? Ja. Ja. Die Grünen. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, man kann Lehrerin sein an staatlichen Berufsschulen, man kann an private Schulen gehen. Die Freshta Ludien, die damals in Baden-Württemberg unterlegen war, die ist seit vielen Jahren an einer Spandauer Grundschule, einer islamischen Grundschule. Selbst das katholische Canisius-Kolleg, bekannt leider durch diesen Missbrauchsskandal vor vielen Jahren, die haben auch eine muslimische Lehrerin eingestellt, interessanterweise. Und der Rektor ist auch gegen das Neutralitätsgesetz. Der will natürlich auch seinen katholischen Glauben auch nach außen bringen. Also dort kann man eindringen. Wie gesagt, es gibt auch viele Berufe. Und Lehren wundert mich manchmal, aber das ist, denke ich, auch ein bisschen typisch. Das wird auch als Frauenberuf betrachtet. Warum gehen die Frauen auch nicht in andere Berufe? Sie haben auch in andere Richtungen. Ich habe schon technische Berufe erwähnt. Also da wäre es auch möglich. Und eine gläubige Muslima, wenn sie ohne Kopftuch unterrichtet, sie muss sich ja im Unterricht nicht völlig verleugnen. Sie sollen nicht nur nicht sozusagen Missionierung oder Propaganda betreiben.
Sie kann sagen, ich bin gläubig, ich stehe dazu, und sie sollte wie jeder vernünftige Lehrer und Lehrerin nach diesem Beutelsbacher Konsens in der politischen Bildung sagen, hier gibt es aber auch noch eine andere Gegenposition oder vielleicht noch eine dritte, dass man brisante, kontroverse Themen eben aus verschiedener Sicht behandelt. Also wenn sie das tut, was weiß ich, in welchem Unterricht, ist das okay. Und noch ein anderer Punkt, ich möchte eine Schule im Wedding erwähnen, da hatte auch mal schon vor über 10 Jahren ein muslimischer Schüler geklagt, er wollte im Flur sein islamisches Gebet ausüben. Das ist ihm verboten worden, das ging dann auch hoch bis zum Bundesverwaltungsgericht, 2011 haben die entschieden und die haben sich dagegen ausgesprochen. Und haben gesagt, also es ist natürlich sehr kompliziert, da irgendwie für alle möglichen Religionsgruppen da Möglichkeiten der Glaubensausübung zu schaffen, weil an dieser, das war das Diesterweg-Gymnasium im Wedding, also wie hier nicht weit weg von hier auf der anderen Seite, da sind so viele religiöse Gruppen und da gab es vorher schon Zoff, sage ich jetzt mal so, gegen Roma-Kinder, gegen Schweinefleischesser, was weiß ich, in alle möglichen Richtungen, zwischen Christen, Nichtchristen, Moslems, sonst was. Und viele Auseinandersetzungen. Und wenn man jetzt sozusagen scheinbar dann noch eine Gruppe privilegieren würde, du darfst jetzt aber in der Mittagspause da hinten dein Gebet da ausüben, deinen Teppich ausrollen, also das haben sie gesagt, das geht gar nicht. Bei diesem Prozess kam dann übrigens sogar zum Vorschein, dass die Schulleitung vorher sogar mal einen Gebetsraum genehmigt hatte. Aber das hatte leider auch nicht funktioniert, weil dann sind sich die Moslems und Muslimas untereinander in die Wolle gekommen. Zum einen die Mädchen, die Kopftuch getragen haben und die keins getragen haben, wie zum Beispiel die Alevitinnen, oder die Jungs und die Mädchen, weil die Jungs sagten, ihr dürft hier entweder gar nicht rein, guckt euch jede Moschee an, das ist immer säuberlich getrennt, Männlein und Weiblein, oder wir müssen hier Abstand halten und was weiß ich, ich darf euch nicht angucken, wenn ich zu Allah bete. Also das hat auch nicht funktioniert. Also wie gesagt, man muss sich die Realität ansehen vor Ort und da muss man möglichst viel Neutralität wahren. Ich glaube, auch in einer multikulturellen Gesellschaft kann das genau der richtige Weg sein, Neutralität als oberstes Gebot zu formulieren, in dem Wissen, dass je mehr unterschiedliche religiöse Gruppen in den Schulen tätig werden, desto komplizierter wird es. Und wenn am Ende dann Unzufriedenheit entsteht, womöglich auch nur bei Einzelnen oder bei Gruppen, dann sind wir ja schon schnell an dem Punkt, dass die Schule nicht mehr gut funktioniert. Und wenn das der Kompromiss ist, zu sagen, wir halten uns mit unserem Glauben während der Schulzeit entsprechend zurück und das ist ein Weg für ein gedeihliches Lernen, dann finde ich, ist das durchaus ein gutes Motto. Mhm. Gut. Genau, also ich finde, das ist echt ein wichtiger Punkt, zu sagen, wie kann man eigentlich eine multikulturelle oder multireligiöse und weltanschauliche Gesellschaft vernünftig organisieren. Und ich denke, der Weg kann halt nicht sein, dass man sagt, alle müssen zum Beispiel im Schuldienst oder wo auch immer abgebildet sein. Denn das bedeutet praktisch, dass nur die größten Gruppen abgebildet werden. Denn es gibt in den meisten Schulen nicht so viele Jüdinnen und Juden, Buddhisten, wie auch immer, dass da überhaupt so eine Abbildung möglich ist. Ob jetzt mit dem, also gerade wenn es um die Frage geht, welche Lehrkräfte setzt man ein. Das heißt, praktisch würde das bedeuten, am Ende, da sitzen dann nur Vertreter von Christen und Muslimen da. Und also damit hätte man eine garantierte Diskriminierung aller anderen Gruppen. Dagegen, wenn man sagt, der Modus operandi ist, wir halten uns alle während der Schulzeit zurück und beschränken uns eben auf das, auf die wesentlichen Dinge, die für die Schule wichtig sind und die für uns, also die wir alle gemeinsam haben, dann ist das, denke ich, ein viel sinnvollerer Weg, mit diesen ganzen unterschiedlichen Glaubensrichtungen umzugehen. Ich will noch eine kleine Anekdote erzählen. Wir hatten ja zu diesem Thema schon mal eine Sendung und ich hatte da unter anderem versucht,
muslimische Lehrerinnen einzuladen. Die wollten aber alle nicht kommen und die Organisationen haben mir auch alle abgesagt. Wir hatten eine katholische Religionslehrerin hier und die darf mit dem Kreuz kommen. Also weil sie eben nicht im Schuldienst, sondern sie kommt von ihrer Kirche. Und die war völlig gelassen. Die sagte dann, ich kann mein Kreuz auch zu Hause lassen. Das fand ich interessant. Das wäre die Einzige gewesen, die mit dem Kreuz hätte in die Schule gehen dürfen. Also die hat das überhaupt völlig locker gesehen. Ob sie es jetzt trägt oder nicht, ist völlig egal. Das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis für eine Ergänzung, dass ja das Neutralitätsgesetz im Religionsunterricht und im Weltanschauungsunterricht nicht gilt. Also diejenigen, die freiwillig einen Religionsunterricht in Anspruch nehmen wollen, das ist ja anders als in den alten Bundesländern in Berlin anders organisiert, die können dies tun, genau. Und die können dann auch in diesem Unterricht alles, was für ihren Glauben wichtig ist, dort besprechen, erleben und auch davon innerlich profitieren. Also das ist ja die andere Seite, dass es diesen Religionsunterricht als freiwilliges Angebot gibt. Genau. Vielleicht für andere nicht für alle ausreichend, aber die gesetzlichen Grundlagen dafür sind da. Und ein kleiner Fortschritt, finde ich, ist ja auch, dass wir in Berlin den gemeinsamen Ethikunterricht für alle haben, als Verpflichtung. Ich finde, da kann man ja auch nochmal erkennen, dass es offensichtlich für alle Religionsangehörigen, aber auch für die Konfessionslosen etwas Gemeinsames gibt, über das man sprechen kann. Ja, das finde ich auch sehr wichtig und viele wissen ja, 2009 gab es ja sogar eine Volksabstimmung darüber und die ist also praktisch zugunsten dieses Ethikunterrichts ausgegangen. Also da gab es auch in der Bevölkerung keine Mehrheit. Nun können einige sagen, das gottlose Berlin, das schafft das sowieso nicht, aber egal. Durch den Regierungsumzug von Bonn sind auch viele Katholiken Protestanten nach Berlin gekommen und von woanders her. Aus Polen und sonst woher. Wie gesagt, und da übrigens war interessant, den christlichen Gruppen, die das propagiert haben, neben der CDU und FDP, nicht gelungen, ich glaube, die FDP war auch dabei, ich weiß nicht genau, ist es nicht gelungen, die muslimischen Gemeinschaften da voll mit einzubinden. Das wäre ja logisch gewesen, dann hätten sie ja auch mehr Gewicht für ihren Islamunterricht. Und zum Beispiel sogar eine Frau von Inzaun, das ist ein relativ radikaler Verband, die Lydia Nofal sagte, nee, sie ist da gar nicht für, sie fände gut, wenn im Ethikunterricht die Schüler aus allen Richtungen was kennenlernen. Da sind ja in der Regel auch aus verschiedenen Glaubensrichtungen, dann werden Leute eingeladen. Und sie fand das, also wie gesagt, sonst sehe ich Inzaun sehr kritisch, auch politisch, aber da hat sie ein wahres Wort gesagt. In so einer bunten Gesellschaft, da und wo man eben nicht, ich meine, auf dem letzten Dorf in Bayern, wo man 95% Katholiken hat, da ist es dann vielleicht wieder was anderes. Aber hier müssen sich alle etwas zurückhalten, wie immer sie gestrickt sind. Gut, wenn da jetzt keiner mehr, Markus, dann machen wir jetzt eine kleine Pause und spielen zwei Musikstücke und ich kann euch was zu trinken geben. Wer rauchen möchte, der kann jetzt vor der Tür rauchen. So, jetzt, wir waren in der Pause und jetzt sind wir wieder da. Wir sprechen über das Neutralitätsgesetz heute und zwar haben wir die säkularen Arbeitsgruppen von der Linken, von den Grünen, Bündnis 90 Die Grünen und von der SPD. Ich habe noch eine einzige Frage. Ich stelle ja heute die kritischen Fragen und dann hätte ich es noch gern, wenn die jeweiligen Vertreter der Arbeitsgruppen noch mal kurz etwas über ihre Arbeit sagen und wie es dort weitergeht. Meine letzte Frage zum Neutralitätsgesetz in Berlin wäre, dass wenn man politische Symbole verbieten, religiöse aber erlauben würde, dass man in doppelter Hinsicht gegen Neutralität verstoßen würde. Könnt ihr da vielleicht noch mal was zu sagen, der Reihe nach? Ja, das ist ja gleichermaßen verboten. Das ist jetzt Bündnis 90 Die Grünen. Genau, ne? Und es ist sogar so, die Freundinnen und Freunde der Neutralität haben jetzt sogar Rückendeckung aus dem Bundestag bekommen. Da ist nicht nur das Bundesbeamtengesetz entsprechend geändert worden, auch das Beamtenstatusgesetz. Das gilt für alle Landesbeamten auch. Und da ist es auch nochmal stark betont worden, dass ob nun politische oder religiöse Symbole, daneben auch noch Tattoos, was weiß ich, praktisch nicht verträglich sind. Wie soll das mit Tattoos gehen? Lange Ärmel, oder?
Ja, entweder lange Ärmel oder manche lassen sich das auch wegätzen. Das ist natürlich grässlich, okay. Das ist in Berlin auch schon vorgekommen. Ah, okay. Und wobei teilweise geht es um formale Dinge. Manche Sachen sind, da sind dann die Bewerber durchgekommen, weil das nur auf so einer Verwaltungsvorschrift beruht, das Tattoo-Verbot. Aber das ist jetzt durch dieses Bundesgesetz, das ist jetzt gerade vor wenigen Tagen veröffentlicht worden, jetzt auch Rechtskraft. Da muss Karlsruhe auch sehen, wie sich das verträgt. Da hat man nochmal eine ganz andere Ebene, nicht nur so ein Landesgesetz, sondern ein Bundesgesetz, was das auch untersagt und beziehungsweise die Neutralität eben auch fördert, bundesweit. Okay, die beiden anderen nochmal zum Thema politische Symbole verbieten, religiöse erlauben. Die Linke jetzt, Markus Wolina von der Linken. Genau, kann nur sagen, also macht natürlich total Sinn, beide Arten von Symbolen da gleich zu behandeln. Denn also das macht einerseits Sinn, was die Außenwirkung angeht, denn natürlich hat das natürlich verhalte ich mich nicht neutral politisch und weltanschaulich, wenn ich politische oder weltanschauliche Symbole offen rumtrage. Aber auch für die Person selbst hat das natürlich, also würde ich sagen, kann man das gleich werten, denn also ich persönlich bin jetzt nicht religiös, aber ich bin Atheist und ich bin Angehöriger einer bestimmten politischen Partei und natürlich spielt für mich, für meine Lebensgestaltung oder für meine Ziele, die ich habe, auch meine politische Position genauso eine Rolle wie meine allgemeine weltanschauliche Position. Insofern denke ich, sind da wahrscheinlich die Einschränkungen, die jemand, der davon betroffen ist in der Arbeit, auch miteinander vergleichbar. Aber generell würde ich sagen, klar, es macht Sinn. Und ich habe ja auch gerade nochmal diese Neuregelung im Bundesbeamtengesetz zumindest vor mir liegen. Da steht ja, religiös oder weltanschaulich konnotierte Erscheinungsmerkmale können eingeschränkt oder ganz untersagt werden, wenn sie objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die neutrale Amtsführung der Beamten oder des Beamten zu beeinträchtigen. Das ist aber interessant, dass ist ja vom Geist her ganz ähnlich wie im Neutralitätsgesetz gehalten und ich habe mich da sehr gefreut und finde das eine sehr vernünftige und folgerichtige Regelung, dass das auch auf Bundesebene jetzt so entschieden wurde. Und ich hoffe, es gibt uns auch mehr Rückenwind, hier auch in Berlin die Neutralität zu erhalten. Von wann ist die Entscheidung, wenn ich fragen darf? Von Juli. Von Juli, okay. Ja. Okay, sehr gut. Gut, ja, bisher war es ja eher so, dass die Frage von religiösen Symbolen getrennt betrachtet wurde von der politischen Außenwirkung einzelner Beschäftigter im öffentlichen Dienst. Und jetzt ist es ja neu, dass man das zusammenfasst. Hat sicherlich auch nochmal damit zu tun, dass es in anderen politischen Richtungen Menschen gibt, die formal gar keiner Partei angehören. Aber von dem Ausdruck dessen, was sie dann an Kleidung tragen zum Beispiel, durchaus die Gefahr besteht, dass Schülerinnen und Schüler oder andere indoktriniert werden. Das ist ja eine neue Entwicklung. Das ist ja mit Pegida, hat es ja mal angefangen. Und dieser Bereich, der muss natürlich auch vom Staat beobachtet werden. Und da muss man ja überlegen, wie kann man verhindern, dass Menschen mit solchen Auffassungen dann im öffentlichen Dienst tätig sind und insbesondere dann auch an den Schulen. Da gab es ja in letzter Zeit auch ein paar Urteile dazu. Aber es ist neu. Kannst du da vielleicht eins irgendwie vielleicht mal? Ich weiß nicht, es gab doch einen Lehrer, der, glaube ich, der AfD angehörte. Ich weiß. Dieser Volkslehrer, der so ja, den habe ich. Richtig. Genau. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir, wenn wir an den Schulbetrieb denken, aber wenn wir auch an all die Stellen denken, wo wir erwarten, dass der Staat neutral auftritt, dass Regelungen getroffen werden, die das auch möglich machen. Es ist jetzt ein bisschen allgemein formuliert, aber ich glaube, auch die Religionsfreiheit hat natürlich bestimmte Grenzen. Die ist ja nicht grenzenlos. Und jetzt ist die Diskussion nötig zu sagen, wo in weltanschaulich politischer Hinsicht sind Grenzen zu setzen? Und das Gleiche gilt natürlich auch für die religiösen Symbole im öffentlichen Dienst. Gut. Gibt es aus dem Publikum Fragen? Möchtet ihr irgendwie an unsere Gäste, nicht irgendwie, sondern überhaupt unsere Gäste etwas fragen, bevor wir hier zu den Arbeitsgruppen kommen? Bitte zum Mikro kommen. Nein, ich habe auch keine Fragen.
Frage. Ach so, okay. Ich werde keine Frage noch platzieren. Okay, gut. Dann hören wir erstmal zu den Arbeitsgruppen und vielleicht möchten Sie was fragen? Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Arbeitsgruppen und was ihr aktuell im Moment macht und wie sich das vielleicht so auf die Wahl auswirken lässt, wie auch diese Neutralität oder Nicht-Neutralität in euren Parteien diskutiert wird, finde ich auch nochmal interessant. Da möchtest du einfach mal anfangen, das wäre Markus Wolina von der Linken. Gern. Ich habe ja zu Anfang schon ein bisschen was dazu erzählt, was wir als LRG Säkulare Linke bisher so an Arbeit machen und auch schon erwähnt, dass wir einen Mitgliederentscheid im Berliner Linke-Verband zum Thema Neutralitätsgesetz initiieren wollen. Ich muss dazu sagen, also unser Ziel ist, wenn dieser Mitgliederentscheid durchkommt, dafür sammeln wir gerade Unterschriften bei den Linke-Mitgliedern, dann würde eben nach den Wahlen entsprechend eine Basisabstimmung bei uns dazu stattfinden, welche Positionen wir zum Neutralitätsgesetz haben. Wir haben das bewusst so gewählt, dass es nach den Wahlen geschieht, weil wir eben nicht möchten, dass die Partei sich zerreißt während des Wahlkampfs über dieses Thema. Weil wir eigentlich, also wenn es nach mir persönlich gehen würde, hätten wir eh einfach alle die gleiche Position zum Neutralitätsgesetz und könnten uns währenddessen drängenderen Problemen in Richtung Wirtschaft und Sozialpolitik widmen. Das ist leider nicht so, weil wir gerade wirklich einen sehr großen Überhang an identitätspolitischen Debatten und Konflikten haben. Und das ist eben eine davon. Und kannst du vielleicht mal eben kurz beschreiben, das ist wahrscheinlich, da sind wahrscheinlich die Argumente unterschiedlich, aber was denn das Hauptargument in der Linken gegen das Neutralitätsgesetz wäre? Gibt es da so ein schlagendes Hauptargument? Also da gibt es mehrere Argumente. Das eine, also aber das Hauptargument ist eigentlich, es ist diskriminierend gegen kopftuchtragende muslimische Frauen speziell, weil es sie davon abhält, bestimmte Berufe ausüben zu können. Also was wir schon hatten, Berufsverbot, die Frage. Okay. Genau. Und wir haben jetzt, also meine LRG hat sich da auch in den Prozess zur Erstellung unseres Wahlprogramms für die Abgeordnetenhauswahlen im September sehr stark eingebracht. Hatten da eigentlich eine Formulierung zu dem Thema eingebracht, die darauf hinauslief, zu sagen, es gibt unterschiedliche Positionen zu dem Thema in der Partei und wir werden das letztendlich untereinander klären. Aber leider hat sich jetzt eine Formulierung durchgesetzt, die kann ich jetzt gar nicht zitieren, das würde wahrscheinlich 5 Minuten dauern, weil da jetzt ein ellenlanger Absatz drin steht, der im Prinzip am Ende aber aussagt, die Partei möchte das Neutralitätsgesetz zumindest im Schuldienst aufheben. Kannst du kurz mal sagen, also musst du jetzt nicht ganz ausführen, aber was das Argument denn ist, warum sie es... Das Argument ist am Ende, wir haben abgewogen zwischen den Interessen der Lehrkräfte und der Schüler und sind dazu gekommen, es gibt eigentlich keinen hinreichenden Grund zur Aufrechterhaltung dieser Kleidervorschrift, aber wir möchten durch andere geeignete Maßnahmen, die aber nicht konkret benannt werden, die Neutralität in der Schule wahren. Diese Maßnahmen noch benannt? Oder? Nein. Okay. Ich hoffe sehr, ich will ja hier keine Negativwerbung für meine Partei machen. Also wir haben natürlich trotzdem in allen anderen Punkten das beste Wahlprogramm. In dieser Frage werden wir als Säkulare Linke uns natürlich dafür einsetzen, dass da auch konkrete Maßnahmen folgen. Okay, gut, bin ich gespannt. Aber du sagst trotzdem Wahlentscheidung für die Linke, sowohl bundesweit als auch in Berlin, oder? Ja, aber aus dem Grund, weil Neutralitätsgesetz... Wahlempfehlung meinte ich, nicht genau. Wahlentscheidung, Wahlempfehlung. Neutralitätsgesetz ist ein sehr wichtiges Thema.
Freiheit von Information für Abtreibung, das ist Paragraph 218 XY, was ja leider immer noch drin steht und wo also Ärztinnen wirklich verfolgt werden und bedrängt werden, weil sie praktisch nur auf ihrer Website schreiben, hier kannst du eine medizinisch vernünftige Abtreibung machen, musst das nicht irgendwie irgendwo schwarz machen. Und ein anderes Thema ist das Arbeitsrecht in gerade in den Großkirchen, das wissen Sie ja wahrscheinlich auch alle, dass das noch sehr hinterherhinkt. Zum einen individualrechtlich, da ist in Stuttgart ein Krankenpfleger gekündigt worden an einem kirchlichen Krankenhaus, weil er, ich glaube, er hat sich scheiden lassen oder so. Oder Ärzte werden bedrängt, weil sie auch irgendwie was Falsches gemacht haben aus Sicht der Anstaltsleitung. Und das kann natürlich nicht sein, aber auch auf kollektiver Ebene die Rechte der Betriebsräte, da heißt es ja dann Mitarbeitervertretung, sind ganz schwach im Vergleich zu den normalen Betriebsräten in der Privatwirtschaft und ähnliche Dinge. Also das muss schnellstmöglich geändert werden. Ausnahmeregelungen auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz abgeschafft werden, die zugunsten von Kirchen sind. Also wir kennen es ja bei Parteien, Gewerkschaften etc., da gibt es so einen Tendenzschutz, das ist okay. Dass natürlich hier ein Vorwärtsredakteur der SPD-Zeitung nicht für die CDU Reklame machen darf in seinem Artikel, das ist logisch. Aber wir haben ja bei den kirchlichen Angestellten nur ganz wenige, die wirklich, wie das so schön heißt, Verkündigung betreiben, also die jetzt Religion unterrichten oder im Gottesdienst mitarbeiten. Und alle anderen, ob nun Krankenschwestern oder sonst was, da spielt das ja ist gar keine Rolle. Und die müssen frei sein in ihrem Bekenntnis. Und dann noch ein anderes Thema, das ist natürlich sehr knifflig, auch jetzt auch ausgelöst durch Bundesverfassungsgerichtsurteil mit der Sterbehilfe. Das ist ja auch sehr religiös geprägt, in Deutschland natürlich auch noch politisch. Wir hatten also jetzt das krasseste Beispiel natürlich die Euthanasie bei den Nazis. Wie gesagt, das muss man vermeiden. Deshalb war es nie wie bei uns wie in den Niederlanden, wo das ziemlich unter der Schweiz ziemlich einfach geht oder relativ einfach. Aber da muss man auch Wege finden für Leute, die wirklich sterbenskrank sind oder völlig verzweifelt sind durch Beratungsangebote und viele andere Dinge, dass man dort vorangeht. Da denke ich, müssen auch, weil das so ein delikates moralisches Thema ist, da müssen auch wahrscheinlich mehrere Parteien mitmachen. Gab es ja schon fraktionsübergreifende Ansätze, weil das ist natürlich, das kann man nicht einfach durchstimmen, so ein Thema. Aber das ist eben auch was, wo man neben den religiösen Auffassungen, die ja da eher restriktiv sind, auch sagen wir mehr freiheitliche, humanistische Auffassung fördern muss. Dankeschön. Darf ich dann noch mal ganz kurz was einhaken? Ja. Ich habe vorhin einen Punkt vergessen, aber den hat Manfred Wolfgang eben kurz angesprochen, nämlich das kirchliche Arbeitsrecht. Und da ist tatsächlich ein Punkt, den wir sogar als säkulare Linke bei uns im Wahlprogramm platzieren konnten, nämlich dass die Linke sich einerseits natürlich einsetzt für die arbeitsrechtliche Gleichstellung kirchlicher und nicht kirchlicher Betriebe. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass das Land zusammen mit den karitativen Betrieben und den Beschäftigten und den Gewerkschaften jetzt schon Regelungen trifft, damit diese freiwillig auf die Anwendung des kirchlichen Arbeitsrechts verzichten und eben das reguläre Arbeitsrecht anwenden und damit eine bessere Bedingungen für die Beschäftigten dort sind. Okay. Vielleicht noch einiges. Die SPD, genau. Ja, wie der Arbeitskreis Säkulare und Humanistinnen und Humanisten in der SPD tätig ist. Ich muss sagen, wir sind ja ein recht junger Arbeitskreis, der erst seit 2019 besteht. Das hat sicherlich auch historische Gründe, dass ja in der Anfangsphase die SPD eigentlich als konfessionslos galt. Wir haben ja jetzt diese Situation, dass religiös geprägte SPD-Mitglieder in anderen Arbeitskreisen sind. Die Christen, die Muslime, die Juden haben sich organisiert. Und jetzt war es für uns konsequent zu sagen, auch diejenigen, die nicht konfessionell gebunden sind, die müssen eine Stimme haben. Das war das Hauptmotiv, um über ethische Fragen auch aus nicht religiöser Sicht Themen behandeln zu können. Einige sind hier schon genannt worden, das sind auch die gleichen, die wir haben. Das ist einmal das Thema Sterbehilfe, Organspende, Schwangerschaftsabbruch,
Genetik, künstliche Intelligenz, also alles Dinge, wo die Kirchen häufig eine Position haben, aber nicht kirchlich geprägte Menschen nicht. Und da wollen wir auch ein Angebot machen, auch an Menschen, die nicht der SPD angehören, das ist ja bei den Arbeitskreisen möglich, darüber zu diskutieren und dann auch mit unseren anderen Arbeitskreisen, die religiös geprägt sind, durchaus auch in eine Debatte treten. Das ist uns wichtig. Uns hat bisher diese Stimme gefehlt. Und ich muss es nicht erwähnen, der Religionsunterricht gehört natürlich dazu, weil der in allen Bundesländern unterschiedlich organisiert ist. Das ist natürlich auch ein Thema. Wir wollen, dass Menschen in ganz Deutschland, die Religionsunterricht nicht möchten, eine Alternative dazu haben, eine gute Alternative. Vielleicht nochmal, also ich weiß gar nicht, wie es aktuell, ich komme gleich zu euch, aussieht, Religionsunterricht, ich weiß nicht, wer das erklären will, ist in Berlin Wahlfach oder? Ja. In Berlin und in Bremen ist es so, dass die Bremer Klausel gilt. Das heißt, wir haben hier nicht Religion als Schulfach, als Pflichtfach. In den alten Bundesländern ist es dann so, wer nicht Religionsunterricht hat, der erhält Ethikunterricht. Das wird jeweils benotet. In Berlin, ich begrenze mich mal darauf, ist es so, dass der Religionsunterricht freiwillig ist. Jeder kann oder muss aber nicht an ihm teilnehmen. Und die Alternative zum Religionsunterricht der Kirchen ist der Lebensgrundunterricht des Humanistischen Verbandes. Der kann genauso gewählt werden, ist mittlerweile eine sehr große Gruppe. Ich glaube, die ist jetzt fast so groß wie die Nachfrage bei der evangelischen Kirche. Das ist ja auch nicht verwunderlich bei der großen Anzahl von Konfessionslosen hier in der Stadt. Aber wie gesagt, jeder Schüler, jede Schülerin kann wählen, welchen Unterricht es will. Man muss keiner der Konfession angehören, um an dem Unterricht teilzunehmen. Okay, das war zu meiner Schulzeit noch anders. Da war Religion noch ganz normal in Westdeutschland, ja, ein Pflichtfach. In Westdeutschland ist es eben rechtlich anders. Da ist es überall Pflicht. Und wer dann aus persönlichen Gründen, aus religiösen Gründen jetzt den Unterricht nicht haben möchte, der bekommt vom Staat organisiert das Angebot eines Ethikunterrichts. Okay, gut, dann wissen wir das auch. Jetzt haben wir hier eine Frage. Jörg, vielleicht kommst du mal nach vorne zum Mikro. Ich mache das mal so ein bisschen improvisiert hier. Ja, ich habe eine grundsätzliche Frage in die Runde. Und zwar, also ich habe grundsätzlich nichts. Ach so, Entschuldigung. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Religionsunterricht, aber sollten wir nicht dem Beispiel Frankreichs folgen und Religionsunterricht aus der Schule grundsätzlich rauslassen? Ja, gut. Weil der deutsche Staat hat ja auch ein anderes Selbstverständnis als der französische, das ist mir schon klar. Aber vielleicht wäre das trotzdem eine Überlegung wert. Ja, sehr gute Frage. Wer möchte das? Markus? Kann ich gerne was zu sagen? Also ich würde das sehr kritisch sehen, denn wenn Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen stattfindet und wenn zum Beispiel übrigens auch die Ausbildung, also die religiöse Ausbildung in öffentlichen Universitäten stattfindet, dann gibt es zumindest die Möglichkeit auch einer demokratischen Kontrolle von der Frage, was werden da für Inhalte vermittelt, was für Leute, also was für Lehrkräfte werden da eingesetzt. Und das ist, denke ich, also ich bin auch ein großer Freund der Laizität normalerweise, aber ich glaube, das würde hier eher dazu führen, dass bestimmt, also dass gerade beim Thema Islam man dann ein Übergewicht hätte von Finanzierung und von auch Bestreitung dieses Religionsunterrichts durch Lehrkräfte, die dann eben von der Türkei, vom Iran, wie auch immer geschickt werden und wahrscheinlich gerade nicht die Inhalte hier vertreten, die wir eigentlich demokratisch wünschenswert finden. Ja, das sehe ich so ähnlich, wobei es ja im Moment de facto so ist, dass der Religionsunterricht, also der freiwillige Religionsunterricht an Berliner Schulen teilweise auch durch Lehrkräfte stattfindet, die eben, wo wir Zweifel haben. Also zum Beispiel beim türkischen Konsulatsunterricht, das sind dann DİTİB-Leute oder Diyanet-Leute, die sind praktisch von Ankara bezahlt und sind dort auch sozialisiert und ausgebildet worden. Und früher waren die
verschiedene Bundesländer froh, dass sie da wen hatten, der das überhaupt macht. Das ist natürlich, DITIB ist ein Riesenverband in Deutschland. Aber spätestens seit dem vermeintlichen Putsch in der Türkei ist ja die Politik dieser Religionsbehörde völlig gekippt in so einen Nationalismus und Fundamentalismus. Und das wird ja auch bis dahin, dass Schüler, andere Imame überwacht werden und so, das dringt eben auch in die Schulen ein. Also das muss möglichst schnell abgeschafft werden. Haben übrigens die Neuköllner Grünen auch in ihrem Wahlprogramm drin, dass man Alternativen schafft mit unabhängigen Lehrern. Also ich würde auch sagen, also man sollte schon freiwillige Möglichkeiten einräumen. Also ein bekannter Philosoph hat zwar mal gesagt, Religion ist Opium des Volkes, also eigentlich überflüssig oder gar schädlich. Aber ich sehe halt ein gewisses Bedürfnis. Und wenn das auch an Wissen, an Ritualen, und das sollte nicht nur in den Hinterhofmoscheen praktiziert werden, sondern auch mehr in der Öffentlichkeit. Und wie gesagt, unter einer gewissen demokratischen Kontrolle, wobei man noch ergänzen müsste, man müsste viel mehr Imame noch in Deutschland ausbilden, an deutschen Fakultäten. Das läuft erst langsam an, weil die da, sag ich mal, importiert werden, die können manchmal noch gar nicht richtig Deutsch und erst recht kennen sie gar nicht die bunten Verhältnisse hier in der Bundesrepublik, dass es da auch viele andere Glaubensrichtungen gibt und auch säkulare gibt. Und das müsste natürlich auch gewährleistet sein. Also da würde ich sagen, die Möglichkeit sollte man einräumen. Aber ganz wichtig ist natürlich der Ethikunterricht, wo wirklich alle zusammenkommen können. Ja, für die SPD betrachte ich das so, dass zurückblickend um 100 Jahre die Frage ja schon mal auf der Tagesordnung stand, ob der Religionsunterricht noch an den Schulen stattfinden soll. Die Gesellschaft hat sich dann aus vielerlei Gründen anders entschieden. Er sollte dann und er konnte dann an den Schulen weitergeführt werden. So ist es ja in den meisten Bundesländern bis heute. In der SPD gibt es ja beide Überlegungen. Die eine ist, gehört er überhaupt hinein? Das hätte natürlich die Konsequenz, dass er dann so gewünscht an anderer Stelle stattfinden könnte und müsste. Die andere, und der neige ich eher zu, die lautet: Wenn es diesen Religionsunterricht gibt und wir davon ausgehen, den wird es noch lange geben, dann müssen diejenigen, die etwas anderes wollen, dazu auch ein Angebot bekommen. Es soll nicht sein, dass es nur für Menschen, die einer Konfession angehören, Unterricht gibt, sondern für die anderen auch. Das war auch so die Position von Freidenkerverband und Humanistischem Verband zu sagen, wir unterrichten Lebenskunde, weil wir wissen, der Bedarf ist da. Und es gibt ja für die muslimischen Schüler auch ein Angebot von einer islamischen Föderation. Das ist allerdings sehr klein, das ist nicht besonders ausgebaut und unterscheidet sich nochmal von dem Konsulatsunterricht. Das eine ist in dem klassischen Sinne Religionsunterricht, wie ich ihn gerade skizziert habe. Das andere ist noch ein Angebot aus der Zeit, als es Gastarbeiter gab und die ein bisschen ihre Verbindung zur Türkei aufrechterhalten wollten. Aus dieser Zeit stammt denn der Konsulatsunterricht. Aber im Grunde genommen, glaube ich, müssen wir jetzt auf längere Zeit davon ausgehen, dass es den Religionsunterricht auf freiwilliger Basis in Berlin gibt. Und da sollten alle, die ihn wünschen, auch ein Angebot bekommen. Okay, gut. Gut. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Wir machen eine kurze Musik und dann habe ich noch eine Frage, die habe ich aber vorher schon mit meinen Gästen abgeklärt. Hört man auch öfter die Frage, in Amerika, in Israel, kommen die Frauen auch mit Kopftuch zum Polizeidienst, zum Schuldienst? Warum ist das in Deutschland dann nicht möglich? In Israel und Amerika nehmen die Schüler auch keinen Schaden. Das ist also ein Argument, das ich auch öfter höre. Ich gebe euch das mal mit in die Musikpause zu bedenken und wir kommen gleich drauf und machen jetzt noch eine kurze Musik. So, wir kommen zu unseren letzten Minuten. Darf ich mal fragen, hat sich jemand am Tisch diese Musik gewünscht oder ist das wieder was von Roman? Okay, gut, dann können wir die jetzt nicht kommentieren, dann kommen wir jetzt zu den letzten Fragen. Ich hatte es schon angekündigt vor der Musik. In Israel kann also beispielsweise eine Polizistin mit Hijab zum Dienst erscheinen, eine arabische Polizistin auch im Kernland Israel, also das ist da kein Problem. Und
wie es in England, es war gerade die Frage am Tisch, wie es in England aussieht. Also ich bin teilweise auch einige Jahre in England zur Schule gegangen und damals war es eben so, dass die Frauen froh waren, Frauen muslimische aus muslimisch geprägten Ländern oder aus arabischen Ländern, dass sie eben überhaupt dort in England kein Kopftuch tragen mussten. Also das war eben, die Frage stellte sich überhaupt nicht in den 80er Jahren. Das ist ja heute ganz anders, wie es jetzt aktuell aussieht, weiß ich nicht, aber damals stellte sich die Frage nicht. Das war einfach eine riesige Errungenschaft. Jetzt sagt gerade ein Gast in England auch Kopftuch in der Schule, Lehrerin. Bei der Polizei Kopftuch in London. Okay, das. Ah, okay, gut. Dann ist es also in London auch so. Wie gesagt, damals waren alle froh, wenn sie westlich rumlaufen konnten in 80er Jahren. Dann hat sich das auch sehr gewandelt. Was würdet ihr denn dazu sagen, wenn das ist ja immer so ein schönes Argument, wenn das in Israel, in Amerika oder jetzt in England geht, warum geht das in Deutschland nicht? In diesen Ländern würden die Kinder eben auch keinen Schaden nehmen. Habt ihr da irgendwie eine Antwort und eine Position zu? Ja, fange ich mal an. Ja, also wenn man jetzt gerade Großbritannien und Frankreich gegenüberstellt, das hat ja hier ein Gast auch schon ins Feld geführt, das sind natürlich Länder mit völlig unterschiedlichen Traditionen. Ja. Also Frankreich völlig säkular, laizistisch, im Grunde religionsfeindlich, auch wenn es in der Praxis dann nicht immer so krass ist, aber also da vor allem gegen die katholische Kirche, die hat ja dort die größte Rolle. Und Großbritannien, ja, die haben keine geschriebene Verfassung und die haben das alles pragmatischer und dann haben sie natürlich auch eine große Einwanderung, gerade vom indischen Kontinent. Ja gut, jetzt könnte man sagen, wir haben eine Einwanderung also, aus der Türkei. Sag mal so, die Länder, ob das Israel ist oder USA oder Großbritannien, die das sozusagen jetzt großzügige Hand haben, bedeutet nicht umgekehrt, dass dadurch die ethnischen oder religiösen Konflikte geringer sind. Jetzt lass mal Israel außen vor, das ist noch viel stärker mit Gewalt alles verbunden. Aber in Großbritannien gibt es auch öfter Unruhen und Probleme. Also wie gesagt, ob es jetzt unbedingt das Zusammenleben fördert, war ich zu bezweifeln. Also es ist jetzt auch kein Argument für euch, wenn die tun, dann können wir es auch so tun. Okay. Markus von der Linken. Genau, das stimmt schon, man muss sich da wirklich so ein bisschen die unterschiedliche Geschichte und dadurch auch geprägte Kultur der Länder anschauen. Ich meine, in Israel spielt sowieso die Religion noch eine viel stärkere Rolle, als das in Deutschland ist, weil sie ja auch einfach konstituierend mit überhaupt für die Definition der Nation mit ist. Deswegen kann man das, glaube ich, sehr schwer mit Deutschland vergleichen. Großbritannien haben wir eine Staatskirche. Wir haben, wie ja auch du richtig gesagt hast, es gibt keine geschriebene Verfassung. Es gab eigentlich auch nie eine bürgerliche Revolution in dem Sinne, wie es das in Frankreich zum Beispiel gab oder wie es das in Deutschland ja auch in Ansätzen zumindest gab. Und in Großbritannien ist ja eher die Sache, dass es von vornherein eine starke Privilegierung der christlichen Kirche gibt, wo dann eigentlich geguckt wird, dass die anderen Religionen auch ein bisschen an Privilegierung abbekommen und dem so ein bisschen angeglichen werden. Das glaube ich nicht, dass das eine besonders guter Ansatz für uns in Deutschland ist, gerade auch wenn man sich in Großbritannien ja anschaut mit diesem System des Kommunitarismus, wo es dann teilweise so ist, dass auch der Staat sich aus Leistungen zurückzieht, aus Vorsorgeleistungen und das den religiösen Gemeinschaften überlässt, wo es dann auf einmal sowas gibt wie auf der Scharia basierende Scheidungsgerichte und so. Ich glaube, das möchte auch niemand von uns. Ich muss aber auch nochmal sagen, auch Frankreich, da kann man sich vieles abgucken, aber an sich ist das jetzt auch nicht unbedingt so wünschenswert, wenn man sich anschaut, was es da für heftige ethnische und religiöse Konflikte gibt. Und gerade zum Thema Islamismus kann man was es da an Terroranschlägen mittlerweile gab, kaum noch zählen. Die bloße staatliche Zurückweisung und Ablehnung der Religion kann, glaube ich, auch nicht das Patentrezept sein, sondern wir müssen eine Art finden, wie man tatsächlich ein Zusammenleben unterschiedlicher
unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen organisiert, wo man nicht so tut, als gäbe es die alle nicht, aber wo man eben anerkennt, die können nur zusammenleben, wenn der Staat keine von denen privilegiert gegenüber den anderen, sondern wenn der Staat sich gegenüber allen neutral verhält. Und neutral heißt ja nicht, nicht aggressiv ablehnen, sondern heißt eben erstmal, er hält die aber raus aus bestimmten Themen, wo einfach diese partikularen religiösen Interessen keinen Platz haben. Und ich glaube, das muss eigentlich der Ansatz für uns sein. Okay, und die SPD? An den Beispielen England und Frankreich wird ja deutlich, es sind Demokratien wie Deutschland auch, sie haben aber unterschiedliche grundgesetzliche Regelungen. Und ich glaube, es ist ganz schwer, da diese Regelung von einem Land auf Deutschland zu übertragen. Das ist natürlich auch kulturell verankert, welchen Status die Religionsgemeinschaften haben. Und ich bin immer so historisch interessiert, deswegen sage ich, ich bin sehr froh, dass 1918, 1919 es so war. Bis dahin war der Kaiser das Oberhaupt der evangelischen Kirche. Das ist, gilt ja heute nicht mehr. Und diese Trennung ist ja ein erster richtiger Schritt gewesen. Und so wie ich auch bei Scheidung, bei Unterhalt, bei anderen rechtlichen Regelungen sehr dafür bin, dass das für alle gleich ist, dass jetzt nicht die religiösen Gruppen zusätzliche Möglichkeiten erhalten, was ich glaube, in Ländern, in denen die religiösen Rechte vom Augenschein her größer sind, dann ist auch der Einfluss auf die jeweiligen Angehörigen größer. Und ich glaube, dieser Emanzipationsgedanke, den wir hier in Deutschland im Vordergrund sehen, ich habe ein Recht auf etwas, das möchte ich nicht aufgeben. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wenn die Rechte von Gruppen, und das sind ja natürlich Gruppen, es ist ja nicht eine Frau, die ein Kopftuch tragen will in England, sondern es sind ja wesentlich mehr. Und da bin ich eigentlich konservativ in dem Sinne, dass ich sage, dieses Prinzip, was sich jetzt hier in Deutschland herausgebildet hat, ist im Prinzip akzeptabel und verteidigungswürdig. Okay, gut. Gut. Das waren meine Fragen. Wir kommen jetzt zur Abschlussrunde und das sind immer die Aussichten für die Zukunft. Vielleicht nochmal ein Abschlusswort, manchmal auch eine Zusammenfassung dessen, was man hier in der Runde gesprochen hat. Ich glaube, wir haben noch 9 Minuten. Es hat also jeder von euch noch 3 Minuten. Einfach nochmal, gerne nochmal zusammenfassend seine Position hier darzulegen. Markus, möchtest du an? Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz überlegen. Okay, gut. Wer hat denn schon was parat? Also, wir haben heute viel die SPD. Die SPD. Wir haben heute viel über das Neutralitätsgesetz gesprochen. Das war ja auch das Motto für das heutige Gespräch. Und ich hoffe, dass davon recht viel erhalten werden kann. Sollten da Änderungen notwendig werden, wird man das im Einzelnen diskutieren müssen. Ich weiß nicht, wie man andere Regelungen besser vornehmen kann, aber das ist für die SPD natürlich nur ein Thema. Es ist heute wichtig, das war das Motto des heutigen Gesprächs, aber insgesamt, finde ich, müssen wir sehen, dass die Bildungsangebote gerade in den schwierigen Bezirken verbessert werden. Und das ist für mich als jemand, der auch in Neukölln da politisch wirkt, wichtig, dass uns das gelingt. Und das steht für mich im Vordergrund. Okay, danke schön. Bündnis 90, die Grünen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ein ganz großer Faktor von Nichtbeteiligung von, sag ich mal, Minderheiten jeder Art, religiöser, ethnischer Minderheiten in der Bundesrepublik ist der Faktor Bildung. Was nützt mir ein Stellenangebot für einen hochdotierten Job, wenn ich nicht die formalen Voraussetzungen habe? Die kann ich natürlich auch ein bisschen runterschrauben, aber gewisse Voraussetzungen brauche ich. Also da müsste noch viel mehr passieren. Also ich teile wie alle Grünen das Ziel der Vielfalt und oder Diversity, wie es dann gern genannt wird, auch im öffentlichen Dienst. Es kann meines Erachtens aber nicht über pauschale Quoten gehen.
Das geht bei Frauen, geht das gerade noch. Man weiß, wer eine Frau ist, wer ist nicht eine Frau. Man hat Statistiken und so weiter. Aber Personen mit Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund oder Transperson oder was auch immer, die sollen natürlich auch im öffentlichen Dienst sein. Aber wie will ich das ermitteln? Das ist Datenschutz, das kann ich gar nicht ermitteln. Und es wäre auch irgendwann, das hattest du vorhin erwähnt, irgendwann wird es ein bisschen unübersichtlich, weil da gibt es dann immer noch eine Gruppe vielleicht, die ist dann nicht vertreten. Also sie sollen sich alle bewerben, die mit den besten Noten, Ausbildung, Voraussetzungen sollen es werden oder sollen auch weiterkommen. Und sie müssen natürlich die Rahmenbedingungen beachten, die man im öffentlichen Dienst hat. Aber wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, in diversen Berufen auch im öffentlichen Dienst zu landen. Noch ganz kurz, also was ich mir wünschen würde, Neutralitätsgesetz oder verkürzt auf Kopftuch ist natürlich immer im Vordergrund, aber man sollte den Blick vielleicht etwas weiten, was wollen wir praktisch, was für einen öffentlichen Dienst wollen wir haben und dass man also etwas weiter schaut. Ein Gesetz wird nicht nur für ein Jahr gestrickt, das muss länger wirken, gesellschaftliche Verhältnisse ändern sich. Jetzt haben wir so eine islamische Renaissance, übermorgen haben wir vielleicht die Evangelikalen und so weiter. Dort insgesamt geht die Religiosität zurück, aber die Radikalität, die steigt leider bei verschiedenen Konfessionen. Okay. Und die Linke? Jetzt bin ich endlich bereit, ja. Genau, also generell zum Neutralitätsgesetz, ein Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe, wir sind eine multikulturelle und multireligiöse, multiweltanschauliche Gesellschaft in Berlin und wenn wir da ein friedliches und vernünftiges Zusammenleben all dieser verschiedenen Menschen wollen, dann brauchen wir dafür einen Staat, der sich in diesen Fragen neutral verhält. Das ist ganz klar. Das geht los bei der Schule, aber ist eben genauso für alle anderen Bereiche, für die das Neutralitätsgesetz gilt, sehr, sehr wichtig. Andererseits vielleicht nochmal zum generellen Umgang mit Religionsgemeinschaften. Also wir haben ja in Deutschland bisher keine klare Trennung von Kirche und Staat. Die ist weiterhin umzusetzen. Das können wir hier nicht in Berlin rechtlich alleine machen, aber das ist natürlich ein Ziel, das wir auf Bundesebene verfolgen. Und das Wichtige da ist meiner Meinung nach eben wirklich, dass wir dazu kommen, die Privilegierung der christlichen Kirchen einzuschränken, nicht nur gegenüber anderen Religionsgemeinschaften, sondern auch gegenüber den Konfessionslosen und dass wir nicht in die andere Richtung gehen und jetzt versuchen, wie können wir andere Glaubensgemeinschaften auch privilegieren und dann immer denjenigen Privilegien geben, die gerade die beste Öffentlichkeitsarbeit machen und am meisten von sich reden machen. Das führt auf keinen Fall zu einer Verhinderung von Diskriminierung. Und ganz generell, also ich kann mich meinen Vorrednern anschließen, wir brauchen natürlich eine gute Bildungspolitik, gerade in Bezirken wie Neukölln, aber auch in Gegenden wie Wedding und so weiter, wo wir entsprechend ja gerade diese Probleme in den Schulen haben, aber wir brauchen natürlich auch eine gute also eine Sozialpolitik und eine Förderung, also eine Art von Wirtschaftsförderung, die auch dafür sorgt, dass wir hier natürlich eine bessere Einkommenslage in Berlin haben, dass wir weniger Leute haben, die von Hartz IV abhängig sind, beziehungsweise dass die Leute, die gerade kein Einkommen haben, trotzdem ein gutes Leben, also ein würdiges Leben leben können und dass wir auch darüber eben dafür sorgen, dass solche Konflikte eben nicht weiter hochkochen. Okay, danke schön. Vielen Dank. Ich habe noch eine Sache oder eine Veranstaltung anzusagen, und zwar morgen kein Platz für den liberalen Islam, und da kann man mehr auf der Seite der säkularen Grünen erschauen und ersehen. Das findet morgen Abend um 19 Uhr statt, wer sich dafür interessiert. Wir sind wieder da im August, zweiter Sonntag im August, und da machen wir mit unserer Reihe Vorwahl weiter. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. This is Masterfly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs, only 7 euros. And we did 8 songs, only 7 euros. That means you give one free.